Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen Trade vor. 8:33 Uhr, 7. Juli 2021. Und wir sehen, wir sind wieder ein Tickchen tiefer jetzt, aber wir bewegen uns immer noch in dieser Range von zwischen 5.700, 600 und 500. Das sind die Bereiche. Wir machen mal das Bild ein wenig größer. Ich gehe mal auf den 5-Minuten-Chart und dann schauen wir uns mal die Trading Range gestern an. Vom Hoch zum Tief lagen wir bei circa 193 Punkte. Der Durchschnitt im letzten Monat Juni bzw. auch im Mai lag bei 180 Punkte am Tag. Also gestern wieder sauber eine gute Volatilität. Das ist natürlich sehr angenehm für unsere Strategien aktuell. Ja. Und ja, wo platzieren wir unsere Box? Wir platzieren sie erstmal dort oben bei 15.600, weil wir da dichter dran sind. Daily Pivot heute bei 15.545. Und wir schauen uns mal die kleinen Boxen an. Die sind gestern Abend zum Fußballspiel entstanden. Ansonsten haben wir hier sehr schöne, da sehen wir 16, 14er. Alle sind dann sauber in den Gewinn gelaufen. Also die Blue Boxen sind nach wie vor eine Bank. Ja. Und wir werden jetzt die Order jetzt erstmal scharf schalten, wenn er oben raus möchte. Zack. Wunderbar. Nächster Bereich ist dann hier die grünen Boxen. Auch hier mache ich das mal auf dem 5-Minuten-Chart. Können wir es besser erkennen. Hier haben wir gestern Big Number getradet, auf angepasst. Und hier haben wir jetzt gestern den Trade angesetzt. Hier nochmal ein MTX-Trade. Ja, am Nachmittag konnte man hier nochmal eventuell einen Trade machen. Und jetzt natürlich die große Frage, wo kommen die Vola-Boxen im Forecast rein? 15.543. 15.543. So, das bedeutet direkt mehr oder weniger beim Daily Pivot. Da kommt sie rein. Ich zeichne sie mal an. So, das wird die Vola-Box sein. Und jetzt gehen wir und wechseln wir wie immer jeden Morgen einmal auf die großen Zeitebenen. Und ich schaue mal unten in mein Register, welchen Markt habe ich dort auf? Aktuell keinen. British Pfund, Australdollar. Das heißt, wir nehmen mal den heute und fangen an ganz oben an der Spitze mit dem DAX auf Tagesbasis. Wir haben nach wie vor mit unserer Heiken-Aschi-Strategie hier oben das Hoch, das sieht man sehr schön mit der Sonne und warten hier auf eine Korrektur. Die Frage wird sein, wenn wir das letzte Tief nehmen vom letzten Jahr, das Corona-Tief mit dem Corona-Hoch jetzt, wenn wir das verbinden und dann nochmal analysieren mit den Fibonacci-Zonen, dann hätten wir eine Minimalkorrektur, ein minimales Luftholen von 13.998, das wäre das 23er. El Clasico ist 12.887 Zähler. Das ist, wäre die gesamte Strecke jetzt von dem Tief bis zum Hoch. Wenn man das Ganze mit dem Zwischenhoch verbindet im DAX, Zwischentief, dann kommen wir auf diese Marken. Und dann haben wir 23er Retracement bei 14,7 und 38 bei 14, 50 bei 13.582 und das 61er Retracement da, wo denn der Game Changer sein sollte, wäre bei 13.026. Also, das sind die Zielmarken, die wir definitiv ansteuern, wenn der Markt ein wenig Schwäche oder wenn Schwäche reinkommt. Ja, das kann man sich bar behalten. Und dann sind auch meine DAX-Positionen, die etwas länger laufen, auch wieder in the money. Dann schauen wir jetzt mal. Vorlage, Zickzack-Linie. Fangen wir an, wie immer, jeden Morgen Daily.
sind wir noch long. Die blaue Linie ist rückdran, also wir sind schon beim Engtanz hier angekommen. 4 Stunden sind wir short, Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 sind wir short und 5 sind wir long. Ja, also übergeordnet ein wenig mehr short als long. Ja, da kann sich jeder seine Meinung bilden. Gehen wir in Gold und wenn die Aktienmärkte Forecast schwächer sind, ist denn die Währung Gold eigentlich immer ein Anzeichen, dass die Leute wechseln. Aber wir sehen es hier, Daily Basis im Gold bei 1800 immer noch short. 4 Stunden long, Stunde long, 30 sind wir hier auch long, 15 sind wir long, 5 Minuten auch long. Also auch hier mehr long. Kommen wir zum Öl. Daily. Also auch hier, wenn wir mal unsere Vorlagen-Tagesstrategie Pro nehmen und die letzte Sonne war hier. Und wenn wir hier die letzte Sonne verbinden mit der aktuellen Sonne, dann haben wir hier eine Minimalkorrektur bei 23, das wäre bei 66 und wir wären beim 38er Retracement, das ist der El Clasico, wären wir bei 60 Dollar. Das wäre die erste Überlegung. Wir sehen es aber, sobald er ein bisschen Schwäche gezeigt hat, kam die Konter rein. Jetzt sind wir an einem Niveau, wir haben das ja gestern auch schon in unserem Morning Briefing uns angeschaut. Wenn wir die beiden Spitzen hier verbinden, dann sehen wir, da scheint erstmal hier so ein Deckel drauf. Auf Wochenbasis sieht man das und auf Daily, wenn wir das kleiner machen, sehen wir das auch. Da oben, da wo wir jetzt angekommen sind, bei 76, 77, ja, scheint erstmal hier der Topfdeckel drauf zu sein. Und mal gucken, ob es ähnliche Situationen, wie es hier gab, ob man da was ableiten kann. Also Vorlage, Zickzack-Linie, gehen wir also auf den 4-Stunden-Chart, sind wir short, Stunde sind wir short, 30 sind wir short, 15 sind wir short, 15 sind wir long und 5 Minuten auch noch long. Nächster Markt, den wir in unserer Liste haben, sind die Technologiebörse Nasdaq, Daily Basis kräftig long und All-Time High, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long, 5 short. Also es werden wieder die Tech-Werte gesucht. S&P 500, Daily Long, 4 Stunde Long, Stunde Long, Stunde Short, Entschuldigung, 30 Short, 15 Long, 5 Minuten unentschieden, würde ich sagen, mit Elfmeterschießen. Dow Jones, Long auf Daily Basis, 4 Stunde Long, Stunde Short, eindeutig, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir jetzt zu den Kryptos. Immer noch der Winter. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, das ist Bitcoin, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also da findet man jetzt allmählich einen Boden, wenn man ihn finden möchte oder so, Daily Ethereum, Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. So, das war's mit der Wettervorhersage. Ja. Und was machen wir daraus? Wir gucken am 9 Uhr mal die Stundenkerzen nochmal an, wie der Markt aussieht. Wir sind jetzt unter dem Daily Pivot, das heißt, wir können die Big Number hier oben, die von mir vielleicht optimistisch gewählt wird, gewählt worden ist, vielleicht auf 15.500 platzieren. So, wir wissen, die Vola-Box kommt hier auf diesem Niveau, wo ich eingezeichnet habe, wo der Kurs sich befindet, rein. Das heißt, alle, die einen Hedge-Auflösungstrade machen wollen, können dies dann sich schon mal mental darauf vorbereiten. Aber wie gesagt, ist ohne Gewähr, kann sich immer noch verändern. So, wir sehen, wir sind 8.55 Uhr, wir sind doch oberhalb des Daily Pivots, das heißt, wir gehen hier auf die 15.607.
15.607 zu 15.592. Und werden diese Big Number jetzt avisieren. Und in 5 Minuten kommt Frankfurt mit hinzu. Wir sind auf der Big Number. 15.567 ist unten die Vola-Box. Wir sehen, da hat sich auch was verändert. Und Big Number ist jetzt der sogenannte Eröffnungstrade. Jetzt schauen wir mal, in welche Richtung die Falle zuschnappt. Und nochmal zu den Regeln. Ab der zweiten Order, das heißt, wenn der Markt oben oder unten ausgeführt ist und nicht direkt ins Gewinnziel läuft, gehen wir auf angepasst. Und was sind die Zielmarken? Wir haben heute im oberen Bereich die Zielmarke von 15.000, wie immer, 650. Ich zeichne die mal ein. Wir sind jetzt long im ersten Trade. Wir werden aber erst ab dem zweiten Trade auf angepasst drücken. Wenn der Trade jetzt durchzieht, dann war es das. Dann haben wir einen Gewinn erzielt auch. Und unten herum wird es voraussichtlich der Big Number Trade sein. Beziehungsweise der Daily Pivot Trade bei 45. So, das war's. Also, wir verabschieden uns jetzt bei den YouTube-Lern, unser Videotagebuch. Erster Trade mit der Big Number. Und die Big Number treten wir ja dreimal. Und dann lassen wir das sein. Wir aktivieren jetzt schon mal die Order. Wir machen im Live-Trading-Raum weiter. Ich wünsche allen noch gute Trades. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen weiter. Und hören wir uns morgen wieder. Und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.